79 Fahrer aus 7 Ländern starten am Mittag in Zürich zur 15. Tour de Suisse. Wir notieren nur die letzte Phase der ersten Etappe. Alfredo Martinis großen Vorsprung bei Koblenz. Und in Aarau, dem Etappenziel, die Ankunft des Italieners nach 7 Stunden, 5 Minuten, 25 Sekunden, über 5 Minuten früher als der zweite, Giovanni Rossi. Dies ist Martini, der erste Etappensieger. Am anderen Morgen startet in Aarau noch 73 Fahrer nach Basel, dem Ziel der Halbetappe. In Zofingen gewinnt Eugen Kamber den Sprint. Martini, den diese Etappe das gelbe Trikot kosten wird, rollt mit Koblett im Hauptfeld. Der Schweizer Eugen Kamber, noch immer an der Spitze, gewinnt den Bergpreis auf dem Hauenstein. Seine Verfolger holen ihn auch auf der Abfahrt nicht ein. Aber kurz vor Basel muss er nachgeben und Kübler gewinnt den Endspurt mit mehreren Längen vor Koblett, Sommer, Giovanni Rossi. Als Halbetappensieger ist Ferdi jetzt 12. im Gesamtklassement. Zum Zeitfahren Basel-Boncourt wird Kübler 4 Minuten nach seinem wichtigsten Gegner Hugo Koblett starten, der bis jetzt seine Kräfte etwas geschont hat. Koblett fliegt über die zum Teil durchs Elsass führende Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 43 Stundenkilometern. Kübler ist trotz höchster Energie um ein weniges langsamer. Koblett hält sein Tempo während 65 Kilometern durch. Kübler hat für die gleiche Strecke fast 2 Minuten mehr gebraucht als Koblett, der erstaunlich frisch geblieben ist. Vor dem Start in Boncourt beglückwünscht Koblett Dino Rossi, den neuen Träger des gelben Trikots. Die Fahrer nehmen aus Boncourt die Erinnerung an eine außerordentlich herzliche Aufnahme mit. Ziel der Etappe ist Bern. Bei Les Rangiers fährt Giovanni Rossi als erster vorbei, gefolgt von Ferdi Kübler. Auf der Fahrt durch die Jura-Schluchten bleibt die Hauptmacht beisammen. Die Fotografen werden notgedrungen zu Akrobaten. Jetzt geschieht etwas Erstaunliches. Der Zürcher Max Meyer fährt ganz allein an der Spitze. Bei Sonsbo führt er mit 3,5 Minuten vor Metzger, dem Zweiten, und dann hält Meyer ohne jede Unterstützung seinen Vorsprung, geht als Erster über die Bühne selbst, verliert auch in der Abfahrt keine Zeit, durchquert Neuchâtel und hofft auf den Etappensieg. Aber kurz vor Bern überholt den tapferen Ausreißer eine Gruppe mit Jean Goldschmidt, der als Erster in das Berner Neufeldstadion fährt, um den spannenden Sprint gegen Baroni zu gewinnen. Aber auch nach dieser dritten Etappe ist Dino Rossi Erster im Gesamtklassement vor dem glänzenden Zweiten Koblett. Kübler ist mit seinem 6. Platz unzufrieden. Zum Ersten begrüßt ein Bundesrat einen Etappensieger, aber auch die Trachtenbewegung ist eindrucksvoll vertreten. Die 4. Etappe, die letzte vor dem Ruhetag, wird von Bern über die Westschweiz nach Gstaad führen. Bei der Fahrt durchs Friburger Land geschieht noch nichts Aufregendes. Die Favoriten fahren mit der Hauptmacht, während eine Gruppe mit Cher und Leo Weilenmann in Fribourg den Ausreißer Kuhn verfolgt. Am Straßenrand eine Szene, die sich oft genug wiederholt. Diesmal ist Diederich das Opfer. Fritz Scheer bildet mit Isotti, Sommer und Kuhn die Spitze. Kübler ist entschlossen, diesmal rechtzeitig anzugreifen. Und auch Dino Rossi weiß, worum es geht. Nach der Verpflegung in Lausanne machen sich die beiden K kampfbereit. Es geht dem ersten wichtigen Pass entgegen. Die Genfersee Riviera durcheilen Scheer, Isotti, Pasquini, Sommer, Kemp und Siefert mit einem Vorsprung von 3 Minuten. Dann gilt es, den Col du Pillon zu bewältigen. Fritz Scheer kämpft jetzt ganz allein. Mit ungeheurer Energie schleppt er sich auf die Passhöhe. Aber unter den Verfolgern ist Kübler, der in der Steigung entschlossen angreift und als Erster über die Pillon-Passhöhe geht, hart gefolgt von Hugo Koblett. Bis Start hält sich Kübler an der Spitze und geht von Koblett im Spurt kaum bekämpft als Etappensieger durchs Ziel. Für Koblett ersetzt die Mutter auf sympathischste Weise die Ehrenjungfer, die Kübler belohnt. Heißer Straße fährt das Feld am lockenden Badestrand des Zugersees vorüber. Durch die romantischen Tunnels der Axenstraße fährt als Erster der Ausreißer Hans Schütz, den später Serra überholen wird. Aber in der Schöllenen hat Koblett energisch angegriffen, um auf der Oberalpstraße Serra zu überholen und als Erster zwischen den 6 Meter hohen Schneemauern auf die Passhöhe zu gelangen.
Erst 3 Minuten später fährt Kübler in Begleitung von Farnara, Scheer und Metzger vorüber. Dann kommt die Abfahrt nach Chamut mit ihren vielen Pechvögeln, die manchmal freundliche Helferinnen finden. Hier verliert Koblett durch Reifenschäden entscheidende Minuten auf dem Ausstieg zum Lukmanier, wo Dino Rossi verzweifelt sein Goldtrikot verteidigt, kämpft Koblett um den verlorenen Anschluss. Um 15.50 Uhr geht Kübler 5 Längen vor Rosello über die Lukmanier-Passhöhe, um dann dem Italiener die Führung überlassend, dem Tessin entgegenzustürmen. Koblett gewinnt die Höhe nach außerordentlicher Energieleistung 3 Minuten später und kämpft sich ganz allein durchs Plenio und durch Tessintal. Schon sind Kübler und Rossello am Ceneri. Kübler, sichtlich angestrengt, wechselt in der Führung mit Rossello ab. Rossello geht in Lugano nach 7 Stunden, 51 Minuten und 37 Sekunden durchs Ziel. 2 Sekunden vor Ferdi Kübler. Rossello hat die schwere Etappe, Kübler das begehrte Goldtrikot gewonnen. Am anderen Morgen, Start zur letzten Alpenetappe Lugano-Davos. Auf der Gandria-Straße geht es nach Italien. Die Zöllner sind begeistert von den Reisenden, die nichts deklarieren. Am Comersee denkt noch niemand ans Ausreißen. Aber Kübler ahnt auf der Fahrt durchs Veltlin, welch schwere Kämpfe sein Goldtrikot ihn kosten wird. Begeisterung herrscht im Puschlav über die zum ersten Mal durchs Tal ziehende Tour. Nach der Verpflegung in Poschiavo fordert der Bernina-Pass seine ersten Opfer. Farnara hält sich lange Zeit hinter Vittorio Rossello, erster auf dem Bernina-Pass. Am Flüela-Pass werden wir beinahe verhindert, die spannendste Phase der ganzen Tour festzuhalten, den Kampf Küblers gegen den vor ihm liegenden Koblett. Hier wehrt Kübler mit einer Gewaltleistung Koblets großartigen Angriff ab. Kübler kann 200 Meter vor ihm Koblett erkennen, der als erster über die Passhöhe geht. Wie ein Sturmwind fährt Koblett gegen Davos, Kübler jagt ihm nach. Kann aber nicht verhindern, dass Koblett nach dem fantastischen Duell den Etappensieg gewinnt. Mit 2 Sekunden Vorsprung vor Kübler, der seinen ersten Platz im Gesamtklassement gerettet hat. Das war der große Tag der beiden K. Vom festlichen Davos führt die letzte Etappe nach Zürich. Wird sie neue Kämpfe bringen? Ein paar Ausreißer beleben die Abfahrt nach Klosters, aber im Allgemeinen bleibt das Feld geschlossen. Kübler verteidigt einen Vorsprung von 4 Minuten 15 vor Koblett im Gesamtklassement, aber auf dem freundnachbarlichen Besuch in Liechtenstein fahren die beiden in der gleichen Gruppe. Die Tour eilt an Leuten vorüber, die sich aufs Bleiben eingerichtet haben. Dem kalten Regen trotzen Koblett und Kübler gemeinsam. Fritz Scheer will versuchen, den dritten Platz zu erringen. Der widrige Regen setzt den ermüdeten Fahrern hart zu. Trotzdem bringt Ernst Kuhn die Energie auf, ganz allein um den Etappensieg zu kämpfen. Aber der tapfere Ausreißer wird von Goldschmidt, Scheer und Evans eingeholt und im strömenden Regen fährt Goldschmidt in die Rennbahn Oerlikon ein, um als Sieger der letzten Etappe übers Zielband zu gehen. Kübler und Koblett kommen mit der Hauptmacht an und neben dem strahlenden Goldschmidt verrät Kübler, wie schwer ein Tour de Suisse-Sieg verdient werden muss.